machen Sie sich einmal bewusst, wie Sie sich jeden Wunsch erfüllen und jeden Traum verwirklichen. Wie Sie Ihr Schicksal von einem Augenblick zum anderen beliebig ändern und Ihr ganzes Leben in sein Ideal verwandeln. Wie Sie in Ihrem Leben aus dem, was ist, das machen, was sein soll. Jeden Morgen liegt ein neuer Tag vor Ihnen und wartet auf Ihre Anweisungen. Wartet darauf, was Sie aus diesem Tag machen. Sie können jeden Tag in sein Ideal verwandeln und Ihr ganzes Leben verzaubern. Bevor Sie sich ein schöneres Leben schaffen können, müssen Sie das bisherige loslassen. Lassen Sie dabei alles los, was Ihr Leben nicht wirklich bereichert. Vor allem Ihre Vergangenheit, denn die ist ohnehin vorbei. Aber auch eine Tätigkeit, die nicht mehr ganz stimmt. Eine Beziehung, die nicht wirklich erfüllend ist. Vor allem aber das Ärgern, sich Sorgen machen, Angst, Stress und negatives Denken. Denn jede Energie kommt zu Ihnen zurück als Ereignis. Und natürlich kann eine negative Energie nur ein negatives Ereignis in Ihrer Zukunft schaffen. Mit Ihrem So-Sein wählen Sie und im Spiegel der Lebensumstände sehen Sie, was Sie so gewählt haben. Ihr So-Sein ist Ihr Dauerauftrag an das Leben, Ihnen ständig entsprechende Ereignisse zu schicken. Wenn Sie sich eine Welt schaffen wollen, in der Sie leben möchten, müssen Sie Ihr So-Sein entsprechend ändern. Das geschieht ganz einfach, indem Sie Ihre Schwingung ändern. Erfüllen Sie sich einmal ganz bewusst mit guter Laune, mit einem wunderbaren Wohlgefühl, mit Freude und Leichtigkeit. Und spüren Sie, wie sich Ihre Schwingung dabei sofort verändert und damit auch Ihr Dauerauftrag an das Leben. Damit haben Sie Ihre Zukunft, Ihr Schicksal, Ihr ganzes Leben verändert. Und es war ganz einfach. Das ganze Universum ist erfüllt von Energie. Und alles, was ist, ist aus dieser Energie einer bestimmten Schwingung. Die Frequenz der Schwingung bestimmt die Form der Erscheinung. Auch Sie sind ein Energiefeld mit einer individuellen Schwingung. Und damit wählen Sie ständig die entsprechenden Ereignisse und ziehen Sie in Ihr Leben als Ihre Realität. So schaffen Sie in jedem Augenblick Ihr Schicksal. Alle Realität manifestiert sich zunächst auf der energetischen Ebene, bevor sie außen als Ereignis, als Situation in Erscheinung tritt. Deswegen ist es so wichtig, alle unerwünschten Energien wie Ärger, Stress, Aggressionen und so weiter umzuwandeln, bevor sie als unerwünschte Ereignisse zur Realität werden. Aber auch alle Ereignisse, die nicht optimal sind, sollten Sie energetisch umwandeln und sie dabei so erleben, wie sie idealerweise sein könnten. Das ändert zwar nicht die Ereignisse, aber die sind ja sowieso vorbei. Aber es ändert die Energie der Ereignisse, das, was weiterhin in Ihre Zukunft wirkt. Das Ereignis wird gewissermaßen energetisch neu
geboren mit der entsprechenden Wirkung auf ihre Zukunft. Das Ausmaß einer solchen Revision wird sie immer wieder verblüffen. Auf diese Weise können sie nicht nur ihre Vergangenheit bereinigen, sondern auch zukünftige Ereignisse revidieren mit den entsprechenden energetischen Folgen für ihre Zukunft. Der menschliche Geist ist fähig, dieser Energie eine bestimmte Schwingung zu geben und damit auch eine bestimmte Form. Es gibt nichts in unserem Leben, was nicht von der Macht des Geistes bestimmt werden könnte. Realität entsteht durch zielgerichtete Energie. Ihre Gedanken, ihre Gefühle, ihre Vorstellungen und Überzeugungen sind Wirklichkeit schaffende, zielgerichtete Energie. Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Überzeugung ist ein Energiepotenzial mit einer bestimmten Schwingung und kehrt zu Ihnen zurück als entsprechendes Ereignis, als Situation oder als Lebensumstand. Nach dem Energieerhaltungsgesetz kann Energie nicht verloren gehen oder nicht wirken. Energie kann nur ihre Form wandeln. Jede Energie ruft immer die entsprechende Wirkung hervor. Daher ist es wichtig, dass wir energetisch denken und bewusstes energetisches Management machen. Das heißt, alle Energien sofort in die gewünschte Schwingung umwandeln. Sie haben eine bestimmte Schwingung und jedes Ereignis hat seine eigene individuelle Schwingung. Wenn diese beiden Schwingungen nicht übereinstimmen, können Sie das gewünschte Ereignis nicht erreichen. Stimmen diese beiden Schwingungen aber überein, können Sie das gewünschte Ereignis gar nicht mehr vermeiden. Sie können so jedes gewünschte Ereignis in Ihrem Leben geschehen lassen und erreichen, was immer Sie wollen. Sie bringen einfach nur Ihre Schwingung und die Schwingung des Gewünschten in Einklang, indem Sie sich in der Erfüllung erleben, im erfolgten Erfolg und fühlen, dass es ist. Das ist das ganze Geheimnis. Ihr Schicksal ist ein unmittelbarer Ausdruck Ihres So-Seins. Und damit wählen Sie Ihre Lebensumstände. Ihr Schicksal. Diese Schwingung ist so einmalig wie Ihr Fingerabdruck. Eine individuelle energetische Signatur, die ihr entsprechende Ereignisse in ihr Leben zieht, aber auch alles, was ihr nicht entspricht, zuverlässig fernhält. So entsteht das einmalige Schicksal eines jeden Menschen. Aber wir können diese einmalige energetische Signatur jederzeit bewusst ändern und im gleichen Augenblick, wirklich im gleichen Augenblick, ändert sich Ihr Leben entsprechend. Das ist energetisches Management. Energetisches Management heißt, auf der energetischen Ebene eine gewünschte Veränderung schaffen und so eine Situation, eine Beziehung, ein Gespräch, einen Umstand energetisch zu verändern, sodass er sich in der gewünschten Form manifestiert als unsere erlebte Realität. Wenn Ihnen also etwas an Ihren Lebensumständen nicht gefällt, sollten Sie die entsprechende Energiequalität in sich ändern und so das Erwünschte in Erscheinung rufen.
Der erste Schritt ist, unerwünschte Ereignisse nicht mehr unbewusst in sein Leben ziehen. Machen Sie sich einmal bewusst, welche Energiequalität Sie in diesem Augenblick jetzt gerade aussenden und was Sie damit bewirken und ob es wirklich das ist, was Sie wollen. Und jetzt ändern Sie einmal Ihre Schwingung. Erfüllen Sie sich mit guter Laune, mit einem Wohlgefühl, seien Sie bewusst sympathisch und spüren Sie, wie im gleichen Augenblick, wirklich im gleichen Augenblick sich Ihr Energiefeld ändert und Sie damit Ihre ganze Zukunft verwandeln, ja, verzaubern. Dieses Energiefeld wirkt nicht nur auf den eigenen Körper und bewirkt Gesundheit oder Disharmonie, sondern natürlich auch auf jeden anderen Menschen, der Ihnen begegnet. Sie sind ein permanenter Sender und ziehen damit zuverlässig ganz bestimmte Ereignisse in ihr Leben und halten andere zuverlässig fern, auch wenn sie sich die wünschen oder ganz dringend brauchen, weil sie ihnen nicht entsprechen. Wenn Ihnen also etwas in Ihrem Leben nicht gefällt, dann müssen Sie die entsprechende Energiequalität in sich ändern und damit das Erwünschte hervorrufen. Machen Sie sich bewusst, das ist Ihr Schlüssel zur Macht. Damit können Sie Ihr ganzes Leben verwandeln, ja, verzaubern. Jede Situation in Ihrer Realität spiegelt nur Ihr So-Sein, Ihre energetische Signatur wider. Ihre Lebensumstände entsprechen also Ihrem So-Sein. Das, was wir Glück, Pech oder Zufall nennen, ist nichts anderes als die Summe der durch Ihre energetische Signatur hervorgerufenen Ereignisse. Der erste Schritt ist, die Führung Ihres Lebens nicht mehr dem Verstand und damit dem Ego zu überlassen, sondern Ihr Leben bewusst selbst zu führen. Bevor Sie sich ein schöneres Leben schaffen können, müssen Sie das bisherige loslassen, um Raum zu schaffen für Ihr neues, schöneres Leben. Lassen Sie deswegen ganz bewusst alles los, was Ihr Leben nicht wirklich bereichert. Vor allem Ihre Vergangenheit. Eine Tätigkeit, die nicht mehr stimmt. Eine Beziehung, die nicht wirklich erfüllend ist. Viele Menschen sind so sehr beeindruckt von der Realität und sagen, das sind ja schließlich Tatsachen. Aber was sind Tatsachen? Wie die Weisheit der Sprache schon sagt, sind Tatsachen Sachen, die einmal so getan worden sind, die aber jederzeit anders getan werden könnten. Deswegen beeindrucken mich Tatsachen nicht. Entweder sie sind angenehm, sie stimmen, sie passen in mein Leben, sie bereichern mein Leben, dann freue ich mich darüber und genieße sie. Oder sie stimmen eben nicht. Dann sind sie eine Chance zum Besseren. Dann machen sie mich aufmerksam, dass ich hier einen Schritt tun kann, um mein Leben zu bereichern. Machen Sie sich bewusst, Realität ist jederzeit bereit, jede gewünschte Form anzunehmen und wartet nur auf Ihre Anweisungen. Aber bevor Sie Ihren Traum verwirklichen können, müssen Sie ihn zuerst einmal träumen. Die meisten Menschen haben gar keinen Traum mehr, weil sie unbewusst denken, kriege ich ja eh nicht. Dabei ist alles möglich, wenn Sie es für möglich halten. Und plötzlich verschwinden alle Probleme. Und was bleibt,
sind ganz normale Ereignisse, Situationen und Umstände. Und alles ist immer nur eine Chance zum Besseren. Alles, was ist, kann gewandelt werden in das, was sein soll. Kaum jemandem ist bewusst, dass jeder ständig Schicksal verursacht durch sein So-Sein. Auch Sie verursachen in diesem Augenblick jetzt Ihre Zukunft, Ihr Schicksal. Und das Schöne ist, Sie können alles in jedem Augenblick beliebig ändern. Aber jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Überzeugung kommt zu Ihnen zurück als entsprechendes Ereignis. Ohne es zu wissen, verursachen wir also ständig unsere Zukunft. Ihr ganzes Leben wird sich auf wunderbare Weise verwandeln, ja verzaubern, wenn Sie sich dessen ständig bewusst sind. Also sich ständig gut gelaunt sind, sich mit einem wunderbaren Wohlgefühl erfüllen und einfach unwiderstehlich sympathisch sind. Machen Sie das gleich jetzt und verwandeln, ja verzaubern Sie damit sofort Ihre ganze Zukunft. Was also kann ich tun, um mein So-Sein, meine Ausstrahlung zu ändern? Sie brauchen sich Ihrer Macht nur bewusst zu sein, dass die Schwingung, mit der Sie sich erfüllen, in jedem Augenblick die entsprechenden Ereignisse in Ihr Leben zieht. Und vor allen Dingen lassen Sie alles los, was nicht mehr in Ihr neues Leben gehört. Um wählen zu können, müssen Sie zunächst Zielklarheit schaffen. Sie müssen wissen, was Sie wollen. Sie müssen es denken, sich vorstellen und glauben können. Sie können auf dem Bildschirm Realität immer nur ein Programm in Erscheinung rufen. Also wählen Sie gut. Optimieren Sie vor allem Ihr Gefühl in Verbindung mit dem Gewünschten. Und Sie werden es schnell und zuverlässig als Ihre Realität erleben. Wenn irgendetwas in Ihrem Leben nicht stimmt, wählen Sie einfach die Handynummer des Gewünschten, indem Sie sich das Gewünschte verwirklicht vorstellen. Sie versetzen sich in die Erfüllung. Sie haben es erreicht. Sie sind am Ziel. Sie gehen in die Energie. Es ist vollbracht. Und verbinden das mit einem Gefühl der Freude, der Dankbarkeit, der Erleichterung. Ihre gefühlte Dankbarkeit verursacht das, wofür Sie dankbar sind. Gefühlte Dankbarkeit ist ein Gebet, das immer erhört wird. Und Sie können damit alles erreichen, was immer Sie wollen. Und bleiben Sie einfach in der Energie der Erfüllung, bis es Realität geworden ist. Sie müssen nicht dauernd daran denken. Sie müssen überhaupt nicht mehr daran denken. Aber wenn Sie daran denken, dann nicht mehr Ihre Aufmerksamkeit auf den Mangel richten, auf das, was nicht stimmt, sondern in der Energie der Erfüllung bleiben. Das ist das ganze Geheimnis, um Ihr ganzes Leben zu verzaubern. Aber selbst ein Ereignis, das schon schiefgelaufen ist, können Sie noch jederzeit revidieren und in das verwandeln, was sein soll. Sie können zwar das Ereignis nicht mehr ändern, aber das ist sowieso Vergangenheit und vorbei. Aber Sie können es in die richtige Schwingung bringen, indem Sie es so erleben, wie es idealerweise hätte gewesen sein sollen. Damit wird dieses Ereignis energetisch neu geboren, mit den entsprechenden Wirkungen auf
Ihre Zukunft. Machen Sie es sich am besten zur Gewohnheit, jeden Abend den vergangenen Tag noch einmal zu erleben und wann immer Sie etwas finden, das nicht ganz ideal war, erleben Sie es um in sein Ideal. Wie gesagt, das ändert nicht die Ereignisse, die sind sowieso vorbei, aber Ihr Tag wird dadurch energetisch neu geboren, mit den entsprechenden Folgen auf Ihre Zukunft, auf Ihr ganzes Leben. Nur im Jetzt können Sie wählen. Sie können wählen, welches Spiel Sie spielen wollen. Sie können wählen, wie es verläuft, wie lange es dauert, als wer Sie dieses Spiel spielen. Und natürlich können Sie auch bestimmen, wie es ausgeht. Sie können alles bestimmen, Ihre ganze Realität. Das Leben wartet nur auf Ihre Anweisungen. Jeder Wirkung muss eine entsprechende Ursache vorausgehen, sonst kann sie nicht erfolgen. Wenn Sie aber eine bestimmte Ursache setzen, können Sie die entsprechende Wirkung nicht mehr vermeiden. Beachten Sie dabei immer, erst gewinnen, dann beginnen. Wenn Sie nicht geistig am Ziel sind, bevor Sie den ersten Schritt tun, brauchen Sie sich gar nicht erst auf den Weg machen. Und dabei ist Ihre gefühlte Dankbarkeit der schnellste Weg zur Erfüllung und zieht die Dinge, Umstände, Ereignisse, Situationen und Menschen in Ihr Leben, die zur Erfüllung erforderlich sind. Machen Sie sich bewusst, am Start stehen Gewinner und Verlierer bereits fest. Die Verlierer brauchten sich gar nicht erst auf den Weg machen und die Gewinner brauchten sich keine Sorgen machen, weil sie ja bereits gewonnen haben, weil schon feststeht, was geschieht. Erzeugen Sie einfach in sich die Gewissheit der Erfüllung und halten Sie diese Energie, bis das Gewünschte Realität ist. Damit nehmen Sie es geistig in Besitz. Und vertiefen Sie das durch die Macht der Wiederholung, indem Sie sich immer wieder in der Erfüllung, im erfolgten Erfolg erleben. Und verbinden Sie das mit einem starken Gefühl der Freude, der Dankbarkeit, der Erleichterung. Und bleiben Sie in dieser Energie, es ist vollbracht, bis die Schöpferkraft das Werk vollendet hat und das Gewünschte Realität ist. Aber es genügt nicht, das zu denken. Sie sollten es schon deutlich fühlen und davon erfüllt sein. Und im gleichen Augenblick ändert sich Ihre energetische Signatur und damit Ihr Dauerauftrag an das Leben. Also hören Sie auf zu wollen, denn Wollen verhindert Erfüllung. Wollen sendet aus, ich habe nicht. Fangen Sie an zu haben. Optimieren Sie Ihr So-Sein, denn Ihr Schicksal ist ein genaues Abbild Ihres So-Sein und macht es sichtbar als Ihre Realität. Worauf Sie vorwiegend Ihre Aufmerksamkeit richten, das laden Sie damit ein, Teil Ihres Lebens zu werden. Machen Sie ganz bewusst Charisma-Training. Und verzaubern Sie allein damit mühelos Ihr ganzes Leben. Nutzen Sie vor allem die Macht des ersten Eindrucks, die entscheidenden ersten 7 Sekunden. Entfernen Sie jedes Muss aus Ihrem Leben, denn das Leben ist ein Spiel und darin gibt es kein Muss. Sobald Sie müssen, endet das Spiel. Und damit die Mühelosigkeit. Sie können bereits vor einer Absicht, einer Aufgabe, einem Gespräch verursachen, wie es ausgeht
und es geistig zu einer optimalen Lösung führen. Nutzen Sie die Kunst des Vorauserlebens und nehmen Sie so das Gewünschte geistig in Besitz. Schaffen Sie in sich die absolute Gewissheit der Erfüllung und bleiben Sie in dieser Energie, bis das Gewünschte Realität ist. Nutzen Sie so die Macht des Glaubens, denn einem jeden geschieht nach seinem Glauben. Das, was Sie glauben, bestimmt das, was Sie erleben. Mit dieser Gewissheit der erfolgten Erfüllung ist Ihr Erfolg unvermeidbar. Ohne diese Gewissheit bleibt der Erfolg unerreichbar. Entscheidend ist Ihr Glaube. Im ehrlichen, herzensgefühlten Dank ist die Erfüllung bereits enthalten. Und mit der Macht der ständigen, gefühlten Dankbarkeit können Sie alles in Erscheinung rufen. Ständige, gefühlte Dankbarkeit ist eine zuverlässige Ursache für die natürliche Fülle in Ihrem Leben. Und nicht mehr an den erfolgten Erfolg denken, sondern aus dem erfolgten Erfolg. Sonst halten Sie die Erfüllung auf Distanz. Alle Schritte zusammen machen Ihren Erfolg unvermeidbar. Ganz gleich, wie die Umstände derzeit sind. Und Sie gestalten Ihr Leben wie ein Bildhauer. Von nun an ist alles nur noch einen Schritt entfernt, dem letzten Schritt ins Ziel, in die erfolgte Erfüllung. Und Sie erleben sich so als Bauherr Ihrer Realität, als Lebensarchitekt, als Zukunftsdesigner. Und alles geschieht vollkommen mühelos. Das ist das ganze Geheimnis. Beginnen Sie von nun an jedes Vorhaben mit dem letzten Schritt, dem Schritt ins Ziel und der Energie des erfüllten Wunsches. Treten Sie ein in den, der es erreicht hat, der am Ziel ist. Atmen, denken, fühlen, reden und handeln Sie als der, der es erreicht hat. Entscheidend ist, wovon Sie überzeugt sind, worauf Sie vorwiegend Ihre Aufmerksamkeit richten, denn Ihre Aufmerksamkeit ist Ihr Schicksalauswahlempfänger und zieht das an, worauf Sie ihn richten. Damit kennen Sie das Geheimnis, wie man vom Leben alles haben kann, und genießen das herrliche Gefühl, sich jeden Wunsch erfüllen zu können. Lernen Sie, sich in jeden gewünschten Endzustand hineinzuversetzen und ihn als Ihre erlebte Realität zu fühlen. Und dieses Gefühl der erfolgten Erfüllung zu halten, bis es Realität geworden ist. Ihr erlebtes Gefühl verändert Ihre energetische Signatur, Ihren Dauerauftrag an das Leben und macht Sie magnetisch für das, was Sie fühlen. Und alles ist möglich. Von nun an liegt es in Ihrer Hand. Einmal im Monat findet in Lindau am Bodensee eine private Praxisgruppe mit Kurt Tepperwein persönlich statt. Hier vermittelt er die Essenz seiner langjährigen Erfahrungen in der Bewusstseinsforschung. Die Teilnahme ist nur über eine persönliche Einladung möglich. Diese erhalten Sie über Gerlinde Meyer, tepperweinseminare@googlemail.com,
Nähere Informationen finden Sie auch auf der angegebenen Kausaltraining-Seite.